So, kaltgestellt, abgeschlossen. Braham ist ab sofort kacke. Ah, ein Riss im Eis. Ja, hat Jormak geschossen mit einem Pfeil. Hat einfach nur einen Pfeil ins Eis geschossen, wenn es nicht passiert. Was für ein Arschloch. So. Beginnen wir gleich. Erstmal raus. Da bin ich mal gespannt. Jetzt weiter mit der nächsten Episode, oder? Wie bitte? Ja, mit der nächsten auf jeden Fall. Direkt weiter mit der nächsten Episode, oder was wollt ihr jetzt? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht mehr. Wieso nicht mehr? Das lohnt sich nicht mehr. Das lohnt sich nicht mehr. Das lohnt sich doch auf jeden Fall. Egal, wo wir stehen bleiben. Ja, dann bleiben wir jetzt stehen. Das kann doch nicht wahr sein. Warum nicht? Du zwingst mich jetzt gleich ein anderes Spiel zu starten. Aha. Ja gut, Mark Grauen, wir machen dann Zwielichtklinge oder hier ein Dungeon zu dritt. Ich bin auch gleich weg. Bin schon den ganzen Tag müde. Gut, Grauen, sollen wir zu zweit Ara machen? Kann man machen. Ey, meine Fresse, ich will... Über und über. Ja, nee, ich will die nächste Quest haben. Oh Mann, ey. Kannst du ja noch mal gucken, was wir noch an Heldenpunkten... Ach, an Beherrschungspunkten fehlt. Haben wir da noch was? Das ist ein unerreichbarer... einmal ein Panorama hier. Und ansonsten war es das mit den Beherrscherpunkten hier. Aber hier habe ich, glaube ich, alle. Ja. Was fehlte dir da jetzt noch? Welcher? Der hier rechts, aber den ist durch den Sprung zu erreichen. Das ist für mich unschaffbar. Es sei denn, ihr wollt Frust erleben. Ohne Ende. Toll, ich wollte die gerade öffnen, die Truhe. Ey, warte mal, den kriegst du auch ganz einfach. Ich komme mal hin mit meinem Netzmann. Ja, dann gehe ich dahin. Sag mal, warum habt ihr auf einmal so wenig Zeit? Ja, wieso auf einmal? Das war schon immer so. Nee, das war noch nie so. Ja, wir hatten immer bis 2 Uhr oder so, bis 1 Uhr mindestens gespielt. Und jetzt ist es gerade mal 23 oder 31. Wenn ich ein ganzes kleines Zeit habe, dann ja, aber wenn ich arbeite, dann nicht. Und das ist seit immer so. Keine Ahnung, warum du jetzt plötzlich das nicht mehr so siehst, also keine Ahnung. Ja, jedes Mal, wenn Guild Wars Stream ist, nehmen wir immer weniger auf. Ja, das stimmt doch gar nicht. Allein die Tatsache, dass wir um 8 Uhr anfangen, wegen diesem Lockdown, ermöglicht doch eigentlich, dass wir mehr aufnehmen als von 22 Uhr. Ja, mit Lockdown hat das halt allerdings wenigstens zu tun. Doch, klar, das mit Lockdown zu tun, weil ohne Lockdown wäre ich beim Training bis 22 Uhr. Ja, ja, aber das gilt nicht für mich. Ja, das ist ja... Das hat damit doch nichts zu tun. Wobei, an den Tag habe ich frei. Sag mal, aber heute war es ja auch weniger wegen den ganzen technischen Problemchen und so. Ja. Toll. Jetzt muss ich was anderes machen. Ja, Leute, worauf habt ihr Bock? Gut. Erstmal wollen wir gucken, dass wir die Folge nochmal anständig gefüllt kriegen. Ein paar Bären sammeln. Nee, die Bären sind ja nicht da. Ha, ich habe endlich mal eine Waffe für Unterwasserkämpfe gefunden. Eine, mit der man sogar Fernkampf machen kann. Was für eine Teil? Die ist, glaube ich, Blaster Master oder irgendwie so. Ja, was für ein Abwurf ist das? Ich glaube, das ist ein Harpunenschleuder. Ne, Master Blaster ist eine Musikgruppe. Wie ist das Ding jetzt? Das kennt ihr auch noch.
Blastmaster 3000. Was ist das für eine Waffe, ey? Ist eine Harpunenschleuder. Quatsch, das klingt wie eine Waffe aus Mass Effect. Kann ich das da ändern, bevor ich das sage? Blastmaster ja. 3000. Ja, das Ding habe ich gefunden. Oh, schönes Bild. So, ich bin jetzt beim Panorama, dann könnte ich ein Portal machen. Bist du unten an der Quelle? Bist du das? Ja, ich bin gerade zwischen den Flüssen. Ja, ich sehe da einen Punkt. Ich komme zu dir, ich mache ein Portal. Jo, dann auch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Jo. Also, gute Nacht. Erstmal. Ist ja schon wieder zum ersten Mal raus. Also Mari, du rennst gerade so weit von mir weg, so weit kann ich kein Portal machen. Ach so, stimmt, das war ja nicht. Ich dachte, er war da hinten in der Ecke. Du willst doch das Panorama hier, oder? Ja, da wo der Punkt ist auf jeden Fall. Lass mich mal kurz an den Pilzen hier vorbei. Noch 2 Stunden regulär. Scheiße, wo renne ich denn hin? Ich bin jetzt hier unten gleich bei dir. Ich nehme lieber den Pilzdünger mit. Da habe ich eigentlich nicht hingeworfen, aber wird schon passen. Oh. Alter Schwede. Wird dir sonst noch was hier? Was? Ob dir sonst noch etwas hier fehlt? Nö. Hab jetzt gerade Kartenabschluss. Perfekt. Kopf der Schlange. Königin Jenna hat euch zu einer dringlichen Versammlung des Ministeriums in Götterfels einberufen. Wie lauten ihre Pläne für Quieter und welche Rolle spielt ihr in? Bidung. KJ. Eine Einladung von der Königin persönlich. Timmy, könnt ihr mich hören? Ich bin da, Kommandeur. Oh, ich muss wohl kurz eingenickt sein. Ich bin unterwegs nach Götterfels, um die Königin zu treffen, aber habt ihr etwas von Braham gehört? Nein, tut mir leid. Rox konnte aber Meldung machen. Offenbar konnte sie ihn etwas zu Verstand bringen. Er hat einen, sagen wir, Untersuchungsausschuss einberufen. Sie sind derzeit auf dem Weg zu Jormag, um zu sehen, wie viel Schaden sie anrichten können, bevor sie eine größere Truppe mobilisieren. Ich mache mir Sorgen um ihn, Kommandeur. Er hat die Gruppe Klinge des Schicksals getauft. Ich vermute, weder Ridlock noch Kaith hatten dabei etwas zu sagen. Nein, ich will ihn nicht an Jormag verlieren. Und wenn wir recht haben mit Jormags Schwachstelle, wird er keine Chance haben. Wie läuft es in dieser Richtung? Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Eigentlich ist sie sogar brillant. Aber ich muss das Experiment mit den Proben abschließen. Dann muss ich mich an einige Kontakte wenden, um zu versuchen, das Nötige für die zuvor erwähnte brillante Idee zu bekommen. Ich halte euch auf dem Laufenden und grüße die Königin von mir. Kennt ihr sie? Schönen Abend und ein schönes Dorf. Nach all den Tratschbüchern, die ich gelesen habe, fühlt es sich so an. Wusstet ihr, dass sie keine Schuhe trägt? Aber starrt ihr nicht auf die Füße jetzt, wo ich euch das gesagt habe. Ihr seid wie immer eine große Hilfe. Ruht euch etwas aus. Wiedersehen! Ihre Majestät, Königin Jenna von Quaita, erwartet ihre Anwesenheit bei einer festlichen Versammlung der Minister in Oberstadt. Bitte begebt euch so bald wie möglich in die Thronkammer. Da können wir uns eigentlich... Hast du schon gestartet? Habe ich schon angezündet, ja.
Das müssen die anderen ja auch noch machen. Und da ja, die aber das ist jetzt eine Instanz wieder, die sollten wir dann am besten gemeinsam machen. Ja, aber man kann ja, glaube ich, davor schon hinrennen, ne? Ja, das geht. Denn wir haben noch 10 Minuten, 5 Minuten. Und das kann ich tatsächlich... Nö, der Bezirk ist hässlich. Nehmen wir den hier. Da können wir nämlich nach Götterfels. Ladezone gibt's nicht. Und dann... Sorry, Ladezone gibt's nicht. Dann kann ich nämlich auch eben mein Inventar leeren. So, hier habe ich auch meine Ruhe. So, hier stehe ich perfekt. Genau an der Außenmauer. Oh, Stiefel. Leider sind sie scheiße. Aber ich kann hier diese hier verwenden für... Diese Siegel verkaufen. Ob das jetzt mehr bringt oder weniger, keine Ahnung. So, das aktivieren. Dann seht ihr jetzt mal das, was ich sonst auch immer so mache. Verkaufen. Überprüfen, verkaufen. Und. Nö, da sind wir nämlich schon in Götterfels, dann brauche ich dort nur eine Tür öffnen. Und dann bin ich da. Krass, 30 Silber für das Schwert, okay. Ich wurde nach strengsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. So, das ist auch Verkaufszeug hier. Bestätigt. Kann man eigentlich links im Chat posten, so könntest du noch eine Live-Reaction machen. What? Kann man eigentlich links im Chat posten? Achso, du meinst die den Trailer. Ja, den schaue ich mir gleich an. Aber erstmal will ich die Folge fertig haben hier. Den Trailer zu... Was war das? Episode 4? Ja, Kopf der Schlange. Den könnt ihr euch auf YouTube suchen. Den Link werde ich euch nicht posten, das kriegt ihr selber hin. Gebt einfach bei YouTube Kopf der Schlange Guild Wars Episode 2 Guild Wars... Staffel 3, Episode 4 ein. Und dann krieg ich das selbst hin. Geld. Ich wurde nach strengsten Qualitätsmaßstäben. Ich muss echt bei den Trailer noch dran denken, wie die damals alle panisch reagiert haben wegen Löwenstein und dann dachten, oh nein. Wie bitte? Damals, wo der Trailer rauskam, wie panisch die alle waren, weil Löwenstein, was da passiert war und die dachten, das wiederholt sich jetzt. Das kann ich mir vorstellen. Starte Zerstörungsprotokoll.
Wie gesagt, das hat Elder Scrolls Online ja auch gemacht. Seitdem gehe ich dort auch nie mehr in diese Solo-Verliese rein. Was heißt Solo-Verliese? Normale Verliese, also Gewölbe. Weil die mittlerweile ganz gerne da einfach die Leute mit hinschicken. So, jetzt haben wir auch die Folge schön überbrückt. Jetzt muss ich nur noch Händler finden hier. Ach, ihr könnt keine Links posten, warte mal eben. Kann man irgendwie Sonderrechte einfügen hier? Ne, geht irgendwie nicht. Ich könnte dich als Moderator hinzufügen. Dann hättest du Chatgewalt. Aber ich gucke selbst gleich mal nach. Da ist ein Verkauf. Der Jahrmarkt macht eure Seele froh. Regenbogenkuchen? Oh, hier kann man Buffs kaufen. Okay, lass mal verkaufen. So, und dann stelle ich mich da oben vor die Tür. Achso, erstmal 5 Millionen Glück einlösen. So, und dann stelle ich mich da oben vor die Tür und dann müssen die anderen selbst den Weg dorthin finden. So haben wir nämlich auch beim nächsten Mal mehr Zeit, ganz normal zu handeln. Ich glaube, diese Mikrostocker, das sind Ladezonen. Wenn das Spiel sich kurz lädt. Aber wenn es das hier auch gibt, dann werde ich das... Werde ich doch mal am Sonntag oder so mal hier rumlaufen. Und überprüfen, ob das wirklich daran liegt. Und es wird weitere geben, wenn nichts geschieht. Die Char gewinnt. Ebon Falke verliert. Weiter laufe ich nicht. Ich glaube, ich bleib hier vor der Tür stehen. Ist besser. So, gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.